Verlassenheit und Entfernung. Erstmal nur alles. Dann die Mauern des Hauses wie ein Gefängnis, aus dem du nicht ausbrechen kannst. Mauern als Hindernis, zu hoch, um sie zu erklimmen und die eine Person zu erreichen, nach der du dich sehnst. Und in der Bewegungslosigkeit liegt das Paradox. Die eine Person, die du erreichen willst, wartet nicht auf dich. Also setzt du dich und fragst dich still: Kommen wir denn jemals hinaus?